und breit kein Maximilian Götz in Sicht. Wo bleibt ihr denn? Wir sind verabredet. Nee, ich habe ja Zeit. Ich will Auto fahren und nicht auf der Straße rumlaufen. Ich dachte, Rennfahrer sind immer pünktlich. Ah, da kommt er ja. Na also, geht doch. 25 Minuten zu spät, passt schon. Schön, dass du es einrichten konntest. Ja, da lacht er. Da lache ich. Grüß dich, Matthias. Na, alles gut? Wo ich war ein bisschen unterwegs. Ich wollte ein bisschen Zeit schinden, bevor ich zu dir komme. Hast du keine Lust auf mich oder was? Mit dem schönen Auto hast du immer Spaß. Deswegen. Ja, was hast du mitgebracht? Ich habe mitgebracht das Cabrio, wie du siehst. Ja. Ist ein offenes Auto, ein C200. Ja, macht super Spaß. Schön den Wind um die Ohren segeln lassen gerade. Besonders an dem ist die Night Edition. Okay. Was bedeutet das? Night Edition siehst du hier an den Spiegeln, die sind in schwarz, schwarz glänzend. Ja. Hier das Badge auch, dass jeder sieht, dass es wirklich die Night Edition ist, mit den 19 Zoll Felgen. Okay. Dann geht es weiter nach vorne. Hier siehst du die schwarzen Pins. Normalerweise sind die ja in Chrom-Silber-Optik. Ja. Die sind eben auch in schwarz gehalten. Also sieht schon. Sieht ein bisschen böse aus, schon einfach. Sieht böse, ne? Aus, oder? Ja. Schaut schon richtig gut aus. Hast du gut gemacht, gut ausgesucht. Und was willst du von mir? Ein Schlüssel, was denn sonst? Hier auf der Seite geht es genauso weiter. 19 Zoll Felgen. Und diese den Schlüssel, Max. Willst du den echt haben, ja? Ich würde ganz gerne jetzt endlich fahren. Ich habe eine halbe Stunde auf dich gewartet. Danke. Also gut, wenn es sein muss, fahren wir eine Runde. Fertig? Ja. Go! Also ich finde, wenn man Cabrio fährt, ne, dann müssen alle vier Scheiben unten sein. Dann müssen alle vier Scheiben runter, ja. Ich weiß, dass ich das immer propagiere, aber die Sitzposition muss leicht verändert werden in so ein bisschen chillen. Ich komme hier oben immer noch gut dran, das passt. Aber so ein bisschen zurück muss das sein und dann muss der Arm raus. Es geht nicht anders. Muss der Arm raus, ja. Und dann hier diesen hier. Schön im Fahrtwind rauf und runter. Du hast zum Beispiel, wenn du jetzt hier richtig schnell fährst, ja, so ein Knöpfchen, das drückst du, siehst du? Dann fährt hier oben so ein Windshot raus und hinten auch. Das heißt, jetzt merkt man direkt, die Frisur sitzt gleich wieder besser. Warte, deine vielleicht, meine nicht. Wie geht das denn hier? Achso, genau, einmal alles zu. Ich glaube, jetzt wir wollen ja demonstrieren, wie ruhig das hier drin wird. Ne? Nein, aber es ist ja der C200 mit dem Night-Paket. Ja. Ja, hat auch innen ein paar Elemente. Mit diesem Badge hier, Night Edition, ja, ist ganz wichtig, dass man weiß, welches Auto man fährt. Und hier natürlich das schöne Holz. Esche, Natur, das offenporig. Ist offenporig. In schwarz. In schwarz. Passt zum Night-Paket. Was wir jetzt mal hier machen können, ist zum Beispiel, fahr mal unter 50 km/h. 150? Unter 50, so. Nicht 150. Okay, 150. Ich weiß schon, du willst schon wieder schnell fahren. Jetzt pass mal auf, was gleich passiert. Mach. Man könnte auch jetzt, wenn es zum Regnen beginnt, 22, während der Fahrt natürlich 26, ohne Anhalten das Verdeck wechseln. 30, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 Sekunden. Das ist okay. Das ist okay, jetzt sind wir fertig. Ja, 17,5. 17,5. Wahrscheinlich sind es am Ende 20. Aber bis 51 ist das echt nicht schlecht. Ja, das ist mega. Also wenn früher, wenn du Cabrio fahren bist, ne? Platzregen, denkst du dir, wo ist die nächste Brücke, wo ist der nächste Baum, wo ich mich unterstellen kann, anhalten, das Verdeck zureißen. Das war, ja, aber jetzt, ne? Muss man sagen, bis 50 ne? Stundenkilometer ist mega schnell, finde ich. Ja, ist ganz gut. Aber ich reiße den Deckel wieder auf, okay? Mach. Das geht auch in der Kurve. Auch das, ne? Jedes Mal in der Kurve verändert sich ja das schwere Verdeck so und trotzdem schlüpp, schlüpp, zack, ist es wieder drin. So, jetzt alle vier Scheiben gleichzeitig runter. Arme raus. Los geht's, Cabrio-Modus. Ja, und auch hier hast du auch wieder Dynamic Select-Funktion, wie in jedem C. Hier in der Mittelkonsole kannst du halt... Ist das die schlechte Anmoderation dafür, dass du jetzt wieder fahren willst? Ich habe ja eh keine Chance, mich dagegen zu wehren. Ich fahr jetzt auch mal Cabrio hier. Jetzt wird der 200er ausgequetscht. Boah. Hörst du den Sound direkt beim Hochschalten? Das trägt schon ein bisschen, kenne ich ja auch, ne? Wie im Komfortmodus. Du weißt schon, dass deine Rennfahrerkollegen das auch bei YouTube angucken können, ne? Ja, die ja. Denk dran. Jetzt sitze ich im Cabrio, Jungs. Es tut mir leid, aber ich meine, im Sommer, wenn man wirklich ein schönes Wetter hat, nicht zu heiß ist, ja, die Platte verbrennst, ja, ein schönes Mädel nebendran hast, zum Eisessen fährst, ich glaube, da kannst du schon Eindruck schinden. Ja. Wie gesagt, du brauchst halt einen guten Deal mit drei Wettertaft, ne? Vor allem
dann kannst du viel Cabrio fahren. Also ich gehe jetzt mal in den Beruhigungsmodus. Genau, fährst mal nach hinten. Fährst du bitte nicht so wild, ja? Und jetzt beschleunigt voll hoch. Ist gut. Wie du gesagt hast, es reicht. Es reicht, echt. So, warte mal. Ich gehe mal nach hinten. Ich muss mal den Komfort auch mal kurz austesten, ja? Ich sehe nämlich immer hinten diese armen Kinder sitzen, ne? Wo Fatih sagt, komm, wir machen mal eine Tour mit dem Cabrio. Und dann fühlt sich das so scheiße an, weil du hinten einfach nur krass geföhnt wirst. Und, wie geht's hier hin? Schalt mal an. Mach mal jetzt die Scheiben hoch, bitte. Und den Spoiler hier wieder. Okay, wie schnell fährst du? 50. Ja, ganz 50 normal. Ist easy. Ja. Aber es ist ganz cool, weil man sitzt so leicht nach rechts versetzt. Deswegen kann ich gut durchgucken durch die Scheibe an dir vorbei. Du siehst, was abgeht. Ja. Wie schnell fährst du? 100. 100? Das ja. Geht aber, ne? 100. Sitzt es gut hinten? Haare sind okay, du kannst sie dir gleich mal angucken. Ja, die ist wirklich. Wenn du frisch geduscht bist, abends, ja, ins Cabrio hineinsetzen und von der Frau eine Runde fahren lassen. Genau. Dann sind die Haare gleich wieder trocken. Dann sind die Haare schön nach vorne gekletscht. Guck mal, wie ich aussehe. Aber Windgeräusch geht. Windgeräusch und geht. Und Platz? Wie sieht es mit dem Platz aus? Platz ist auch okay. Krass, jetzt ist hier hinten ordentlich Alarm. Echt? So war es früher. Und jetzt fahre ich nochmal hoch, pass auf. Jetzt, ja, hier kriege ich voll drauf und hier kriege ich auch voll drauf. Gleich schnell. Und jetzt ist viel, viel weniger. Echt? Ja. Das ist richtig, also ja. Für hinten ist es richtig genial. Meine Frisur ist voll durch den Wind. Ich würde sagen, 200? Deine Frisur ist durch den Wind, sozusagen. Jetzt sind wir, glaube ich, beide gut vorbereitet für das, was jetzt gleich ansteht. Was machen wir denn jetzt? Wir machen jetzt eine kleine Competition, würde ich sagen. Erzähl. Jetzt sind wir ja geprobt, geübt. Ja, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass durch diesen Fahrtwind man ein gewisses mehr Gefühl hat im Auto. Man nimmt mehr wahr, man hat den Wind, die Geräusche, den Geruch. Ich glaube, jetzt ist es an der Zeit, eine Competition zu machen, indem man hinten drin sitzt, vorne drin sitzt, mit einer Brille auf. Ich werde die Geschwindigkeit fahren. Du musst quasi bis auf 10 km/h sozusagen mir nennen, was ich fahre. Ja, okay. Finde ich gut. Drei Versuche, klar. Und es gibt wieder einen Punkt für erfolgreich bestanden sozusagen. Ja, okay. Und dann gucken wir mal, wer am Ende vorne ist. Die hier? Die hier. Das ist natürlich optimal. Passt auch. Ist wie bei Wetten, das. So, bist du soweit? Hier die Brille ist natürlich mega, ne? Die ist super stylisch. Wir gehen heute Abend weg. Die Mädels werden in Reihe stehen. Ja, aber ich glaube. Sehr gut, du siehst nichts. Nein. Ich mach den Test. Es geht los. Bist du soweit? Okay, du fährst 3 verschiedene Geschwindigkeiten. Und nach jeder Geschwindigkeit oder während der Geschwindigkeit. Ich frag dich, jetzt fahre ich die Geschwindigkeit konstant. Klar. Aber mit Tempomat, ja? Ja, ich hau das Ding rein und dann hast du Zeit. Go. Du hast Zeit, man muss aber auch jetzt ausmachen, man kann ja nicht 3 Runden jetzt warten. Ja. Du hast eine halbe Runde. Eine halbe Runde? Und ich sag, welche Geschwindigkeit, wann wir sie erreicht haben. Alter, bist du bekloppt? Jo. Jetzt hast du sie? Schätzen. Konstant. Ich sag 105. Okay, ich gehe vom Gas. Ich rolle jetzt mal wieder aus. Ja. Es waren 122. 122. Das heißt wohl, dass es gibt keinen Punkt, ne? Es ist kein Punkt. Zu weit weg, würde ich sagen. Also, erster Versuch ist gescheitert. Aber es war ohne Scheiß, ne? Jetzt sind ja alle Fenster unten. Alles. Und es war hier relativ still drin. Deswegen dachte ich so, ja, weit über 100 kann es eigentlich nicht sein. Ja. Oh Gott. Mann, was machst du denn jetzt? Wie schnell fahre ich gerade? 55? Das war mal gut. Ja? Ja. Also wie schnell? 55. Waren 55? Ja. Jawohl! Also einen hast du. Und es war exakt getroffen. Es waren genau 55. Das gibt 2 Punkte. Nein, einen. Wann? Gleich. Jetzt? Das habe ich schon rausgenommen. Ah nee, fahr doch mal so schnell bitte. Nein, ist rund. Ja, das waren 153. 41. 141? Kein Punkt. Ach. Matthias, kein Punkt. Gib mir mal das gute Stück hier. Muss deine ausziehen. Aber es ist sau schwer, ne? Ich dachte wirklich, es ist einfacher. Pass auf, damit es ein bisschen spannender wird noch. Aber dann kommen wir keine Runde. Zieh ich jetzt mal Maxis Brille an. Boah, Alter, bist du blind? Ja. 5? 6? Nein, 3 plus. 3. Okay, ich versuch's mal, ja? Alter, da siehst du ja gar nichts mehr. Ja, ich bin komplett blind. Ich halte sie fest. Alles gut? Alles gut. Ja? Okay. Sagst du mir die Geschwindigkeit? Ist eingestellt.
Ah nee, da kannst du ja wieder Rückschlüsse führen, ne? Du weißt ja, wie sich das Auto bei welchen Geschwindigkeiten verhält, deswegen lasse ich das lieber. 82. Bist du sicher? Letztes Wort, 78. Also, ich wollte dich nicht beeinflussen, ne? Ja, ja. 78. Ja. Wir fahren exakt 90. Scheiße, dann wäre ich mit 82 gar nicht so verkehrt gewesen. Ja, Taktik, ja? Ah, nee, wir machen noch mal. Wir haben noch zwei. Also ich habe noch zwei Versuche. Ja. 30. Das war zu einfach. Ich habe zumindest einen Punkt. Ja, du weißt ganz genau, dass erst bei 30 der Tempomat einzuschalten ist. Richtig? Bist du so drauf gekommen? Nein. Nicht? Ah, nein, eigentlich nicht. Okay, echt, so wäre ich drauf gekommen. Durch Gefühl. Sauber. Ein Punkt. Es ist Gleichstand im Moment. Ja, jetzt habe ich noch einen Versuch. Jetzt hast du noch einen Versuch. Jetzt muss ich noch mal einen draufsetzen, weil du führst. Also wir sind jetzt gerade unentschieden bei uns. 1-1 steht's. Knapp daneben, kannst die Brille abnehmen. Es steht 1-1. Ist auch was. Ja, ist super schwer. Aber war ein guter Tag, oder? War ein geiler Tag, hat Spaß gemacht. Ganz ungewohnt, mit zu den Augen zu fahren und nur durch hier Hände und Fühlen und Geschwindigkeit ist zu fühlen. Das habe ich zum letzten Mal gemacht, da war ich ganz klein. Genau. Mein Daddy die Fensterscheibe runtergelassen und immer schön mitgewaved. Ja. Und es war jetzt mal wieder echt ganz cool. Nächster Stop, dein Lieblingsauto, Coupé. Ja, freue ich mich drauf. Coupé, sportlichste Variante. Schauen wir mal, was das zu bieten hat. Aber ich glaube, da werden wir viel Spaß haben.